Hi ihr Lieben, ich bin's Regina und danke, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem heutigen Workout. Und zwar zu einem Workout, den ihr ganz leicht zu Hause machen könnt. Also, wenn ihr es nicht geschafft habt, in ein Fitnessstudio zu gehen, habt ihr keine Ausrede. Und zwar macht ihr das ganz einfach mit Alltagsgegenständen, die ihr bestimmt zu Hause habt. Also, legen wir los. Wir brauchen für den Anfang Ersatz für Hanteln. Wenn ihr keine zu Hause habt, ich habe zum Beispiel auch keine, ich benutze sehr, sehr gerne volle Wasserflaschen. Ihr geht in die Knie und streckt den Po ein wenig nach hinten und dann geht's auch schon los. Den Rücken gerade, Bauchnabel einziehen. Ganz wichtig, die Knie nicht über die Zehenspitzen ragen zu lassen. Die Ellbogen nach hinten ausstrecken und so zusammendrücken, dass auch die Schulterblätter zusammengedrückt werden. Das Ganze wiederholt ihr in 3 Sätzen, die jeweils 20 Lifts beinhalten. Jetzt wollen wir etwas gegen die Wackelarme tun. Wichtig ist hierbei, dass die Arme nah am Kopf sind. Dann knickt ihr die Unterarme nach hinten weg. Achtung, passt auf, dass eure Ellbogen nicht zu weit auseinander geraten. Das Ganze in 3 Sets, jeweils 20 Lifts. Als nächstes befülle ich einen Rucksack mit schweren Gegenständen. Ihr könnt irgendetwas aus eurem Zimmer nehmen. Ich habe da 2 Bücher gefunden und die 2 Wasserflaschen. You know that I want you, girl. So wird der Ausfallschritt noch mehr verstärkt. Den Rücken gerade, Bauchnabel einziehen. Auch Liegestütze sind mit Gewichten viel effektiver. Wenn ihr auch solche Schmagäggis seid wie ich und keine richtigen Liegestütze hinkriegt, dann könnt ihr auch mogeln und euch einen Stuhl nehmen oder ans Bett stellen. Dort haltet ihr euch an den Rand fest und könnt loslegen. Als letztes geben wir noch ein bisschen Power für die Arme. Ihr streckt sie weit von euch weg, parallel zum Boden und fangt an, die Luft in kleinen Bewegungen von euch wegzustoßen. Einmal nach vorne, nach hinten, nach unten. Dann formt ihr eure Hand zur Faust und beginnt, eure Arme im ausgestreckten Zustand im Uhrzeigersinn zu drehen. Dann wechselt ihr langsam die Richtung gegen den Uhrzeigersinn. Bitte in kleinen Kreisen. Das ist viel effektiver. Das Ganze macht ihr in 3 Sets, die 30 Sekunden dauern sollen. So, das war's. Ich bin jetzt fit und aus der Puste. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und geholfen. Solltet ihr dieses Workout auch ausprobieren, teilt das Ganze doch mit uns, und zwar einmal unten in den Kommentaren oder auf Twitter, Facebook, Instagram. Lasst euch was einfallen unter dem Hashtag FlipFit. Falls ihr noch mehr Videos sehen wollt, da sind sie. Klickt drauf. Viel Spaß noch, euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.